Wir sind jetzt am Geiranger, direkt oben auf der Aussichtsplattform, heute rechtzeitig gestartet. Wir fahren nach Norwegen. Gestern Nachmittag haben wir ganz spontan die Fähre nach Oslo gebucht. Und heute Vormittag starten wir schon nach Kiel. Nichts ist geplant, alles passiert einfach und der Weg ist immer unser Ziel. Nach gut einer Stunde Fahrt kommen wir in Kiel an. Und als wir die Color Fantasy da so stehen sehen, wird die Vorfreude natürlich immer größer. Hallo, hallo. Das für uns beide. Geht unser Abenteuer los. Wir haben zwar schon Routine beim Verladen auf Fähren, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder spannend. Wir fahren auf die Fähre und verzurren unsere Mopeds und genießen eine traumhafte Überfahrt nach Oslo. Ja, mach aus. Schieb mir gleich so hin. Ja. Okay. Hi, hallo. So, wir sind jetzt auf dem Weg mit der Fähre nach Oslo. Und kommen da morgen an. Und kommen morgen da an. Heute haben wir noch Party auf dem Boot hier, gehen schon essen. Und dann in die Disco und ja, wollen wir mal sehen. Und dann haben wir ganz spontan unseren Norwegen-Urlaub fix gemacht. Den haben wir gestern gebucht. Wetter ist gut da und haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal nach Norwegen. Ne? Ja, werden wir später machen. Mega.
Du willst jetzt frühstücken, hast keine Lust, was zu sagen. Nee. Hast du gut geschlafen heute? Ja. Ja. Hast du gut geschlafen? Jetzt, ich glaube, es macht keinen Sinn hier jetzt, du musst sagen, weil es jetzt maut. Du willst jetzt frühstücken. Wir fahren die letzten Kilometer durch den traumhaft schönen Oslofjord. So langsam steigt bei uns die Spannung. Besonders bei Bettina. Ich glaube, sie hat noch keine Ahnung, was in diesem Urlaub alles auf sie zukommt, was sie erleben wird und was sie mit ihrer Vespa alles leisten muss. Nach der Grenzkontrolle verlassen wir nach kurzer Zeit Oslo und fahren über die E16 und 7 in grob nordwestliche Richtung. Ein Ziel haben wir bisher noch nicht. Das werden wir uns unterwegs suchen. Wir wollen fahren, so lange wie wir Lust haben. Lächeln einmal zumindest. Guten Abend, wir sind jetzt in Gol. Heute erster Tag Norwegen und haben eine ganz tolle Fahrt gehabt. Ne? Mhm. Gutes Wetter und ja, wie ihr seht, noch wirklich allerbestes Wetter. Und morgen geht es dann weiter, nächster Schritt Richtung Geiranger. Und mal sehen, wie weit wir kommen und welche Strecke wir fahren. Die eine ist ein bisschen länger, die andere ein bisschen kürzer. Und am nächsten Morgen kommt so und so alles anders. Wir nehmen die Strecke in der Mitte. So, etwas schaukelig gerade. Wir sind jetzt wieder unterwegs und sind jetzt auf dem Weg über Lerdal und dann Richtung Geiranger. Das werden wir heute zwar nicht mehr schaffen, aber egal. Ja, bis jetzt schöner Tag zum Fahren. Wir haben uns gerade ein bisschen wärmer anziehen müssen, weil wir die meiste Zeit im Schatten fahren. Aber jetzt in der Sonne hier ist echt hervorragend. Aber kurze Zeit später sind wir dann über den ersten Höhenpass gefahren. Obwohl es auf dem Video nicht so aussieht, hatten wir deutlich einstellige Temperaturen. Wir genießen die Fahrt in dieser krassen Natur, in diesem absolut tollen Wetter. Man kommt kaum voran. Alle Augenblick bleiben wir stehen und machen Fotostopps.
Am Ende des Höhenpasses finden wir dann noch ein schönes sonniges Plätzchen, wo es auch herrlich warm ist. Wir machen hier noch eine ausgiebige Mittagspause, bevor es dann weitergeht. Hier essen wir jetzt was. Hier ist es wärmer. Wir fahren noch die letzten Kilometer auf diesem schönen Höhenpass, bevor wir dann über die E16 nach Lerdal fahren. In Lerdal werden wir dann einfach mal einen Plan machen, wo wir die Nacht verbringen wollen. Tollen Tag auf der Straße und kommen am späten Nachmittag in Böjum am Fjärlandsfjord an. Am Nachmittag war es noch richtig schön warm, wir haben dann in Shorts und T-Shirt unser Zelt aufgebaut und als die Sonne hinter den Bergen verschwunden ist, wurde es dann das erste Mal so richtig kalt. In der Nacht und am frühen Morgen hatten wir dann bis 3 Grad, aber als wir dann morgens das Zelt alles verstaut haben und die Sonne wieder hinter den Bergen rauskam, wurde es dann wieder richtig schön angenehm warm und da war die Welt wieder in Ordnung. Nach einer etwas kalten Nacht folgt ein sonniger Tag. Ja, unglaublich. Ne? Wir sitzen jetzt hier, machen zweites Frühstück, sind auf dem Weg zum Geiranger und haben jetzt noch 150 Kilometer. Ja, treffen da heute Nachmittag irgendwann ein und dann wollen wir mal gucken, ob wir heute Abend vielleicht noch mal hinfahren. Ja. Unser Frühstücksplatz ist einfach grandios. So was findet man hier an jeder Ecke. Und es ist einfach toll, zwischendurch mal ein Brötchen zu schmieren, was zu essen und eine halbe Stunde auf die Bank zu legen und ein Nickerchen zu machen. Unglaublich. Das Nickerchen wurde dann allerdings nach kürzester Zeit von Bettina unterbrochen, weil sie heute zeitig ankommen wollte. Wir fahren dann noch ein wenig die E39 hoch und tauchen dann ab in traumhafte Nebenstrecken. Feel the fire burn within. Can you feel the fire?
Wir biegen ab Richtung Geiranger und haben die letzten 20 Kilometer noch vor uns. Auf der 63 fahren wir über richtig krasse Straßen und Landschaften, bevor wir unseren Campingplatz an einem Wasserfall in Geiranger erreichen. Wir ergattern noch eine letzte Hütte, richten uns ein und genießen den Abend. Wir sind schon wieder unterwegs und kurbeln uns jetzt zur Geiranger Plattform hoch. Vor uns liegen 11 Haarnadelkurven und eine Höhendifferenz von 600 Metern. Wir mussten heute Morgen richtig Gas geben, da ein Lauf zum Geiranger stattfindet, wo die Straßen abgesperrt werden. Wir sind dann noch rechtzeitig durchgeflutscht und hatten die Plattform am Geiranger vor uns fast allein.
Hammer, oder? Guten Morgen. Guten Morgen, wir sind jetzt am Geiranger, direkt oben auf der Aussichtsplattform, heute rechtzeitig gestartet, noch ist nicht viel los hier. Und hier ist so ein Rennen, so ein Lauf oder sowas. Genau, rechtzeitig los, und hinter uns waren sie gerade dabei am Absperren und sind gerade noch so durchgeflutscht. Und ja, jetzt geht es heute noch weiter zur Atlantikstraße. Und mal sehen, ob wir dann da irgendeinen Platz noch irgendwo in der Nähe finden. Und morgen geht es dann wieder Richtung Süden. Aber die Fahrt hier hoch war irgendwie der Hammer, ne? Und alles, die Vespa, wirklich echt alles super geschafft. Also die Karre ist echt geil. Fährt echt gut mit. Genau, wie gemacht für Norwegen, ne? So, ja, jetzt genießt noch einmal den Blick hier und dann... Das war der erste Teil von unserem Norwegen-Urlaub. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Der zweite Teil unserer Norwegen-Reise wird richtig krass. Wir fahren bei allerbestem Wetter über die Atlantic Road, über das Gaulafjell, fahren durch krasse Landschaften und halten an den tollsten Aussichtspunkten. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert einfach unseren Kanal.